Ja, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Tja. Die besten Grüße aus Straßburg, aus der Place. Boah, vorhin habe ich es gewusst, jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. Ist egal, auf alle Fälle ist es hier ganz, ganz schön. Ja, es geht um das Thema Verschieberitis. Wie oft wollten Sie schon mit Ihrer Familie verreisen? Wie oft wollten Sie schon was unternehmen? Wie oft wollten Sie unterwegs sein, was Neues erleben, sich weiterbilden? Und wie oft haben Sie es verschoben? Wie oft wollten Sie sich mit Menschen treffen? Und heute brauchen Sie sich nicht mehr mit den Menschen zu treffen, weil die teilweise verstorben sind, weil die zu alt sind, weil es einfach nicht mehr geht. Ich finde, das macht schon ganz schön traurig, vor lauter Verschieberitis, dass man vergessen hat, mit den Menschen zusammenzukommen und mit den Menschen zusammen zu sein. Und das möchte ich Ihnen sehr, 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 sehr ans Herz legen. Tun Sie das einfach nie mehr. Wenn Sie was vorhaben, dann handeln Sie ganz einfach. Handeln Sie, bewegen Sie sich ganz, ganz schnell. Und wenn Sie das tun, haben Sie erstens mal eine andere Lebensqualität. Sie haben viel, viel mehr Spaß. Und Sie haben ein intensives Leben. Und um das geht es doch letzten Endes. Weil es wird der Tag kommen, wo wir von dieser Erde gehen müssen. Wie schön, wenn wir dann wirklich, wirklich sagen dürfen, hey, ich habe voll und ganz gelebt. Ich hatte wirklich ein reichhaltiges, großartiges, gigantisches Leben. Und ich bin auch der Meinung, das haben Sie sich wirklich, wirklich verdient. Aber der erste Schritt dazu ist, dass Sie echt rauskommen aus dem alten Dilemma von der Verschieberitis. Auf was wollen Sie denn warten? Es wird doch einfach nicht besser. Okay, in diesem Sinne, viel, viel Spaß, alles Liebe und Gute aus Straßburg. Und ich freue mich, wenn Sie im Blog reinschreiben. Ich freue mich, wenn Sie von Ihren Reisen berichten und einfach unterwegs sind. Und nehmen Sie Ihren Schatz mit, nehmen Sie Ihre Kinder mit, laden Sie Ihre Eltern ein oder gehen Sie mit Ihren Freunden weg und warten Sie nicht, weil eines Tages ist das Leben sowieso vorbei. Tschüss, bye bye, Ihr Ernst Krameri.